Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Studierende. Ich habe zwei Dinge gleich zu Beginn. Das eine ist etwas Außerplanmäßiges. Unsere Reihe folgt ja dieses Jahr den Etappen so des sowjetischen Projektes zwischen der Aufbruchstimmung und der zunehmenden Desillusionierung. Und nächste Woche haben wir einen außer der Reihe einen zusätzlichen Vortrag, ein Buchgespräch zum Leben des sowjetischen Germanisten und späteren Dissidenten Lew Kopelew, in dessen Leben sich auf eine Art eben auch eine sehr große Bandbreite an Erfahrungen mit diesem sowjetischen Jahrhundert spiegelt und das, denke ich, ein sehr, sehr spannendes, bewegtes Leben ist, das auch über diese individuelle Biografie hinausspricht. Der Autor eben dieser neuen Biografie, der ehemalige NZZ-Journalist Reinhard Meyer, kannte Lew Kopelew, hatte auch Zugang noch zum privaten Archiv und wird im Gespräch nächste Woche mit Carmen Scheide zu Kopelews Leben und Werk sprechen, wozu ich Sie alle herzlich einlade. Das ist nicht hier, das ist die gleiche Zeit, Donnerstag, 18.15 Uhr. Es ist im Veranstaltungssaal der Bibliothek Münstergasse unten in der Münstergasse 6163. Ja, zurück dann zu unserer Reihe heute. Das ist hier. Wir haben ja vor zwei Wochen Beate Fiesler hier gehabt, die uns das Jahr 1947 sehr plastisch näher gebracht hat. Es ist eben ein Tiefpunkt in vielerlei Hinsicht. Ein Jahr so der vielfach enttäuschten Erwartungen, des Hungers, der Armut. Und heute eben geht es wieder aufwärts mit dem Jahr 1957. Und es ist auch der Aufbruch, der dieses Jahr prägt, ein Jahrzehnt später. Ich möchte Ihnen gern kurz unsere Referentin heute vorstellen. Monika Rüters hat in Basel studiert und war nach Abschluss ihres Studiums wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl bei Heiko Haumann, im Lehrstuhl für Neuere und Osteuropäische Geschichte. Sie hat dort promoviert 1995 mit der Arbeit Tevjes Töchter, Lebensentwürfe ostjüdischer Frauen im 19. Jahrhundert. Danach hat sie einige Jahre in einem Projekt zur Stadtgeschichte Kreuzlingens gearbeitet, bevor sie 2005 habilitiert hat nach einem SNF-Forschungsprojekt. Die Habilitationsschrift heißt Moskau bauen von Lenin bis Chruschtschow, öffentliche Räume zwischen Utopie, Terror und Alltag, ist bei Böhlau 2017 erschienen und ich wollte sie eigentlich mitbringen, aber sie war ausgeliehen, also spricht dafür. Monika Rüters war Lehrbeauftragte in verschiedenen Schweizer Universitäten, Zürich, Bern, Luzern und assoziierte Professorin für Zeitgeschichte in Fribourg. Sie hat auch den Lehrstuhl in Konstanz vertreten und ist seit 2010 ordentliche Professorin für osteuropäische Geschichte an der Universität Hamburg. Ja, ihre Forschungsschwerpunkte, eben, das haben Sie schon gehört, neben der ostjüdischen Geschichte im engeren Sinn hat sie auch mehrere Publikationen veröffentlicht, die sich mit der vergleichenden Wahrnehmung von jüdischen und Roma-Gypsy-Kulturen beschäftigen. Eine davon heißt Juden und Zigeuner im europäischen Geschichtstheater, Jewish Spaces, Gypsy Spaces, Kazimierz und Sainte-Marie de la Mer, ist 2012 in Bielefeld bei Transkript erschienen. Dann gibt es den großen Bereich eben der sowjetischen Geschichte, insbesondere die Geschichte urbaner Räume, die Geschichte von Kindheit, Alltagskultur, visuelle Kultur. Monika Rüters leitet auch einen Forschungsbereich Bildwelten im Sozialismus in Hamburg und hat dort zahlreiche Veröffentlichungen auch mit herausgegeben. Ein davon ist dieses Buch mit dem schönen Titel Helden am Ende, das ich Ihnen mal rumgebe, zusammen mit Alexandra Köhring wurde das herausgegeben. Und eben noch dieses Jahr, wenn es gut kommt, wenn Böhlau das hinbekommt, erscheint Ästhetiken des Sozialismus zu den populären Bildmedien im späten Sozialismus auch wieder bei Böhlau. Ja, zurzeit ist Monika aber Forschungsstipendiatin am Historischen Kolleg in München, wo sie an einem Buchprojekt zur Ikonografie der sowjetischen Kindheit arbeitet. Und damit würde ich gerne das Wort übergeben. Genau, jetzt stellst du mir das noch ein. Genau, jetzt stelle ich dir das noch ein. Ja, liebe Eva, vielen Dank für die einführenden Worte und vielen Dank für die Einladung hier. Wir sind eigentlich so alle Basler hier versammelt, die alle bei Heiko Haumann eigentlich in Basel früher mal gearbeitet haben mit Carmen Scheide und Julia Riechers. Also uns verbindet eine lange und glückliche Geschichte, würde ich mal sagen.
Und jetzt darf ich hier vortragen zu einem meiner Gebiete, nämlich zum späten Sozialismus. Ich habe das genannt Erneuerung und Aufbruch 1957 und habe mir dieses Jahr etwas genauer angeguckt, also auch was Neues gemacht ein bisschen. Es gibt so drei Teile. Im ersten sage ich etwas ein bisschen allgemeine Sachen zur Lage der Sowjetunion um 1957 oder im Jahr 1957. Ich habe aber versucht, nur Bilder aus dem Jahr 1957 auf meinen Folien, ich mache visuelle Kultur, zu verwenden. Im zweiten Teil gehe ich dann Einzelereignisse, ganz konkrete Ereignisse, die in diesem Jahr stattgefunden haben, durch. Also ein paar schöne und ein paar nicht so schöne. Und dann schauen wir uns am Schluss noch kurz die Oktoberfeiern zum Jahrestag der Revolution an. Also das sind mal diese drei Teile erstmal. Die Sowjetunion nach dem Tod Stalins 1953, da haben wir Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, der erster Sekretär des ZK der KPdSU wird. Er rivalisiert aber noch mit dem Ministerpräsidenten Maljenkow weiterhin um die Macht innerhalb einer kollektiven Führung, in einer gar nicht so geheimen Geheimrede. Am 20. Parteitag 1956 prangerte Chruschtschow dann den Personenkult Stalins an, das wissen Sie sicher schon, entthronte Stalin damit diesen Übervater und hob Lenin wieder als Vorbild stärker hervor. Diese Entstalinisierung blieb aber eigentlich doch auf die Person Stalins begrenzt. Das System an sich wurde weniger kritisiert. Das war auch problematisch, weil diese ganze Führungsriege eigentlich unter Stalin und auch im Zuge der Gewalten des Terrors ihre Karriere gemacht hatte und man sich dann auch selber demontiert hätte, wenn man da zu viel gemacht hätte. Und es offenbarte sich dann auch umgehend die Gefahr, die für die Großmacht Sowjetunion von solchen Lockerungen ausging. In mehreren sozialistischen Ländern kam es sehr schnell nach 1956 oder noch im Jahr 1956 zu oppositionellen Bewegungen, zum Beispiel in Ungarn 1956. Und dieser Aufstand konnte eben dann auch nur durch die Entsendung sowjetischer Panzer nach Budapest beendet werden. Trotzdem sprach man aber bald von einem Tauwetter. Und das Grundlegende an diesem Tauwetter waren eigentlich die Reformen, die Chruschtschow durchführte. Diese Entstalinisierung führte dann doch zu einer relativen Liberalisierung im gesellschaftlichen Leben in der Sowjetunion. Der Terror nahm ab, es gab Amnestien, eine Reihe von Reformen, also juristische, wirtschaftliche, landwirtschaftliche und erziehungspolitische, wurden eingeleitet, die sich auf die revolutionären Ideale der 20er Jahre zurückbezogen, also zurück zu den Werten der Revolution und zu den Werten Lenins. Und das Ziel war wiederum die Gleichheit und der Wohlstand aller in einer besseren Gesellschaft. Also eine Erneuerung des Sozialismus nach Stalin wurde hier ausgerufen. Und das sah man auch ein bisschen in der bildenden Kunst. Das war so ein lockerer Pinselstrich eines Art Neoimpressionismus innerhalb doch des Rahmens noch des sozialistischen Realismus, dieser stalinistischen Kunstdoktrin, der wurde nicht abgeschafft, aber es gab eben solche Lichtreflexe, wie Sie hier sehen, aber die Grenzen sind auch etwas unscharf und verschwimmen, da komme ich nochmal drauf zurück. Es gab also einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen der Führung und der Bevölkerung, einen Anspruch auf individuelles Glück, beschränkte Freiheiten, das Versprechen von Wohlstand. Und auch das Individuelle blieb natürlich dem kollektiven Wohlergehen selbstverständlich nachgeordnet. Aber dieser neue Gesellschaftsvertrag versprach Wohnungen und Konsumgüter für alle. Also das Ziel auch der Reformen war eben eine Überschussproduktion in der Landwirtschaft und Rohstoffgewinne sollten für die Leichtindustrie, also die Konsumgüterindustrie, jetzt eingesetzt werden. Früher war das ja vor allem die Schwerindustrie gewesen im Vordergrund. Dann sollte das zur Verbesserung des Lebensstandards im ganzen Land führen. 40.000 neue Ladengeschäfte sollten
eröffnet werden. Und das Wichtigste, weil wohl auch die Wohnbaukampagne in industrialisierter Massenbauweise, die sogenannte, später sogenannte Platte, die Chruschtschow eben realisierte, umsetzte. Das waren aber Experimente, die schon im Spätstalinismus gestartet wurden. Trotzdem war das natürlich für die Leute also ein Traum aus diesen Gemeinschaftswohnungen. Sie sehen zwei Bilder hier, das mit den vielen Klingeln ist das Symbol für die Wohnungstür, wo dann eben so viele Leute wohnen, wie da Klingeln sind. Und Sie sehen auch rechts unten, das ist noch aus Anfang der 90er Jahre im Zentrum Moskaus, eine dieser Küchen mit mehreren Kochstellen, wo eben jede Familie dann so einen halben Herd, zwei Platten, zwei Gasflammen für sich hatte und einen Küchentisch und ein Regal. Und das Versprechen war nun aber, was Sie da auf diesen Schwarz-Weiß-Bildern sehen, die Frau in ihrer eigenen Küche, die da abspült. Und ungestört ist man also in seinen eigenen vier Wänden in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Grünen. Und das Ziel war eben das Versprechen, jede Familie bekommt irgendwann solch eine Wohnung. Das war ein ganz zentrales politisches Kapital, also einer der Gründe für den Erfolg, den Chruschtschow auch zunächst durchaus hatte. Das Musterviertel, das war eben, was die Fotos vorher waren, war in Moskau, Nowotscherjomuschki. Das wurde zwischen 56 und 59 gebaut, das war also 57 voll im Bau. Und es gab eben sehr intensive Propaganda dafür, weil es natürlich noch nicht Wohnungen gab für alle, sondern erst das Versprechen. Also man musste die Leute noch ein bisschen vertrösten, aber es gab schon dann bald das neue Ritual, als diese Wohnungen dann auch fertig wurden, Anfang der 60er, also dieses Umzugsritual, diese Wohnungseinweihung, Novoselje. Und man kann hier sehen, 1955 bis 70 gab es eine kleine Völkerwanderung, weil insgesamt doch über 130 Millionen Sowjetbürger in solche neuen Wohnungen einziehen konnten. Also zu dieser Wohnbaukampagne kam auch noch eine Neulandkampagne und beide Kampagnen dienten auch dazu, die Jugend vor allem für diesen neuen Aufbau des Sozialismus, der hier aufgerufen wurde, zu mobilisieren. Und ich habe hier eben ein Bild geschummelt, weil ich es aber so schön fand, von 1958. Die anderen sind wirklich aus 1957. Es war also so die Ölmalerei, die dann im Schwange war, das Genrebild vom Aufbau des Sozialismus. Sie haben also Baustellen, eine links unten auf dem Bau. Und sie haben also auch die Wissotniki, das hieß also, wenn man so hoch rausgeht, die Leute, die in der Höhe arbeiten, die Kranführer oder die auf diesen Gerüsten, das sind die Wissotniki. Also es erinnert ja an Manhattan, diese Indianer, die da auf den Balken sitzen. Also sieht auch so dieses Internationale, also wir jetzt auch hier, bauen hier in die Höhe, es geht also aufwärts. Und dann haben sie diese Landwirtschaft, auch diese Neuland, also die schicken die jungen Leute da, Romantikzelte, Lagerfeuer und hier das Land urbar machen, neue Dörfer und Städte aufbauen, auch vielleicht sich verlieben, Partner treffen. Sie sehen auch hier diese Paarkonstellation, die hat so eine doppelte Besetzung. Einmal das Versprechen von Liebe und Romantik und das andere ist aber auch, dass es natürlich der neue Mensch ist. Also das sind die Sowjetmenschen von morgen, die das anpacken und in die Hand nehmen und eben die gesunde Familie dann auch gründen. Und so. Also es hat so dieses beides ein bisschen da. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch das Konsumgüterversprechen. Wenn Sie die Wohnungen dann haben, dann brauchen Sie ja dann auch neue Möbel und neues alles Schnickschnack, was Sie da Nippes, die Sie da aufstellen können. Und das war eben die Sache mit den 40.000 neuen Ladengeschäften und was bestellen die Leiter dieser Ladengeschäfte. Da kam also das Lexikon der Handelswaren heraus, das ist wunderbar, das hat man also auch im Westen gekauft. Ich habe das mal ausgegeben, es sind 9 Bände, 9.000 Seiten und der Anspruch war, also es kam raus zwischen 56 und 61, also 57 ist da auch drin und ich wusste nur nicht, welche Seiten und jetzt habe ich einfach welche genommen. Ich fand die Würste, finde ich, so cool. Die geschachtelten und dann diese Staubsauger, die sieht man schon, die Raumfahrt, die ruft ja, der nächste Staubsauger fliegt zum Mond. Und dann die Gusariki, der Kleine, der sich so freut über diese Auswahl an Kinderschuhen. Immer ein Mangel seit der Kollektivierung. Dann die Lampen, das ist schon der Schick der 60er, sieht man da. Und die Kühlschränke, sind
prall gefüllt. Das ist natürlich auch etwas, was in den 50er Jahren, das sind natürlich so Sachen, für die man länger sparen muss und die dann auch erschwinglich werden. Es gibt auch so Fotos von Leuten mit Kühlschränken, die stellen die sich in ihr Kommunalkartzimmer auf die Kommode zum Beispiel. Da steht dann irgendwie, da sieht man auch, die machen die dann so auf dem Foto. Das sind auch so Propagandafotos, wo man dann sieht, dass die Leute das auch tatsächlich haben. Ja, dass es nicht nur in diesem Katalog gibt. Und der Katalog, da fragt man sich ja, für wen ist der? Da ist natürlich für die Leute, die Leiter der Verkaufsstellen der staatlichen Handelsorganisation, damit die bestellen können. Aber ich denke ein Stück weit, also der Anspruch in diesen 9000 Seiten war auch, dass man komplett, was hergestellt wird in der Sowjetunion, ist alles da drin. Also jede Teetasse und jeder Pelzmantel und vom Lebensmittel bis irgendwie zu den Schuhen und Handschuhen. Und ich glaube, die Führung hat sich da auch selber gezeigt, was sie geschafft hat. Also dass man das so ein Stück Selbstbeschwörung und Beweihräucherung auch ist da drin. Ja, aber es ist also ein herrliches Ding und das belebt aber ganz im Internet jetzt auch. Also ich habe mir das im Original dann mal ausgeliehen und so und das auch abgescannt, aber im Internet zirkulieren eigentlich ganz viele Bilder genau da draus und das speist auf diesen Social Media, auf den russischen oder post-sowjetischen eigentlich die Erinnerung an die Sowjetunion. Es ist diese Ästhetik, die da ganz wesentlich, nicht die irgendwie die Avantgarde der 20er oder die Konstruktivisten, nein, das ist eigentlich so, da hatte man es noch gut. Ja, da gab es noch die vollen Kühlschränke und keine Sorgen und die Rente in Aussicht. Es war zwar gelogen, aber das ist immer noch so, dass die Ästhetik, die da ja vorherrscht. Also, fahr weiter in der Politik. Man muss aber sagen, es ging immer noch eigentlich knallhart zu in der Politik. Denn es gab diese Rivalitäten und man musste also die engsten Mitarbeiter Stalins erst noch ausschalten. Also es gab zunächst eine Troika von Molotow, Malenkov und Beria. Beria war ja der Leiter des KGB gewesen und der wurde dann eben tatsächlich 1953 verhaftet und hingerichtet, nachdem er die erste Amnestie verkündet hatte. Und dann gab es eine Teilamnestie für die Gefangenen des Stalin-Regimes. Die staatliche Kontrolle über Künstler wurde und Wissenschaftler auch wurde zurückgefahren. Und es gab Steuersenkungen in der Landwirtschaft und eine Liberalisierung für die Kolchosbauern, die auf ihren privaten Nebengrundstücken für die Märkte, die Kolchosmärkte produzieren durften. Also es war wichtig zu zeigen, dass auch auf dem Land es den Leuten besser gehen sollte, weil unter Stalin ganz extrem ein Gefälle zwischen Stadt und Land hergestellt worden war. Also das Land diente der Stadt und alles, was produziert wurde, ging in die Städte und in die Industrie. Und die Landarbeiter waren nachgeordnet, da zirkulierte kein Bargeld, die kriegten keine Feriengutscheine und keine Inlandpässe und blieben also an ihrer Scholle gebunden eigentlich wie Leibeigene. Dass es eben denen auch besser gehen sollte, zeigt dieses Bild aus dem Jahr 1957. Das ist nämlich die Kundin einer Landwirtschafts-HO, Handelsorganisation, vor einem Feiertag. Vor dem Feiertag geht man in den Laden und kauft sich was für neue Kleider und so weiter. Also das ist die Szene, die hier eigentlich zelebriert wird, um zu zeigen, dass es da auch besser geht. Aber Chruschtschows Reformen wurden behindert von den Funktionären im parteistaatlichen und im ökonomischen System, weil die um ihre Privilegien fürchteten. Die Entstalinisierung war auch innenpolitisch, von Ungarn habe ich schon gesprochen, eben eine Gratwanderung. Und ich komme jetzt zum zweiten Teil, nämlich zu den ganz konkreten Ereignissen. Ich habe hier mal eine kurze Liste des Jahres 1957. Und ich fange an mit den Literaturskandalen im Mai. Also der Begriff des Tauwetters, der stammt ja auch aus der Literatur. Und zwar erschien 1954 dieser Roman von Ilja Ehrenburg, der eben Otepiel, also Tauwetter, hieß. Und in der Folge des Parteitags von 1956 konnten sich Schriftsteller dann erlauben,
die ungeschriebenen Regeln und Tabus zu brechen. Aber diese neue Freiheit war eben auch begrenzt. Das war ein vermintes Feld, auf dem die neuen Verhältnisse laufend in öffentlichen Debatten, in den Zeitschriften, in Kritiken, in Zeitungen ausgehandelt wurden. Ja, also nochmal dieses Bild von Gavrilov, die Grenzen sind sehr unscharf. Und es ging hier im ersten Skandal im Mai um Wladimir Dudintsev, Erzählung Nicht vom Brot allein, die 1956 erschienen war. Die wurde im Mai 1957 von offiziellen Vertretern in einer öffentlichen Diskussion harsch angegriffen. Diese Auswahl von diesem Autor als Ziel war eher zufällig. Es ging darum, ein Exempel zu statuieren und diese Grenzen eben aufzuzeigen. Diese Erzählung war eigentlich durchaus konventionell und wenig abenteuerlich, ergriff nicht die Grundsätze des Sozialismus an, sondern wollte das System eigentlich verbessern und verwendete dafür zwei kontrastierende Charaktere, also einen eigennützigen Bürokraten und einen unabhängigen und kreativen Erfinder. Obwohl er dadurch eigentlich diese Regeln des sozialistischen Realismus umdrehte, folgte er doch diesen Konventionen. Die Bösen waren zwar Mitglieder der Partei und der Held ein Ingenieur, der am Ende über die Vetternwirtschaft der Kader siegte, aber das geschah eben immer im Interesse natürlich des Sozialismus und am Schluss ging es glimpflich aus für Dudintsev. Er wurde zwar angegriffen, aber er hatte auch Verteidiger auf seiner Seite und ging dann straflos aus. Also Entwarnung, er überlebte das und der zweite Skandal, Literaturskandal im Jahr 1957 drehte sich eben um Boris Pasternak und seinen Roman Dr. Zhivago. Das ist eine andere Geschichte. Pasternak und Anna Achmatowa waren ja die letzten Dichter des sogenannten Silbernen Zeitalters, die Stalin eigentlich zum Schweigen verdammt hatte. Und Pasternak war also während der Stalinzeit gezwungen, von Übersetzungen zu leben, übersetzte Shakespeare. Und Mitte der 50er Jahre vollendete er aber diesen Roman. Und nach der Geheimrede Stalins sah er auch die Stunde gekommen, um den zu veröffentlichen. Aber die renommierte Literaturzeitschrift Novimir, in der sowas dann in Serien immer erst erschien, die wies ihn ab. Und daraufhin ließ er das Manuskript dem italienischen Verleger Feltrinelli zukommen. Und der brachte das 1957 raus. Und dann erschienen auch sehr schnell englische und französische Übersetzungen, noch bevor eine russische Ausgabe erschienen war. Und da hing der Hausziegen also sehr schief. Er wurde als Verräter eigentlich gehandelt und er bekam dann auch noch 1958 allerdings, aber ich sage es jetzt trotzdem, den Literaturnobelpreis. Und da war er also durchgefallen und er starb 1960, aber sozial geächtet. Also er konnte nur noch im Pierre Djelkin, er hatte eine sehr schöne Datscha in einem sehr noblen Schriftsteller vor Ort, die behielt er, aber da hatte er so quasi Hausarrest. Das war also der Mai. Im Juni wird es politisch. Da kam es nämlich zu einer Palastrevolte gegen Chruschtschow. Und zwar legten Mitglieder des Parteipräsidiums dem Zentralkomitee den Antrag vor, künftig auf das Amt des ersten Sekretärs, das war er ja, zu verzichten. Und Chruschtschow spielte dann auf Zeit, es waren viele unterwegs, war Sommer ja, bei dieser Sitzung. Und ihm gelang es dann, mithilfe seiner Verbündeten für die nächsten Tage dieser Sitzung, mehr Mitglieder, die ihm wohlgesonnen waren, da reinzusuchen. Die sprachen dann zu seinen Gunsten und er wurde dann durch ZK und durch das Plenum im Amt bestätigt. Das war ein Triumph und dieser Triumph erlaubte ihm dann, also er hat diesen Kampf gewonnen und konnte dann die ganze alte Garde der Stalinisten, die sich gegen ihn verschworen hatte, endgültig ausschalten und insgesamt auch 16 neue Funktionäre in das Präsidium holen. Also er hat da seine Machtposition ausbauen können, aber er war eben ein Reformer und lancierte immer neue, sich überstürzende Reformen, die allesamt zum Scheitern verurteilt waren oder eben auch an den Verhältnissen vorbei geplant, wie zum Beispiel der Maisanbau auf diesem Neuland, wo man den klimatischen und Bodenbedingungen nicht Rechenschaft trug und
wo dann sehr schnell die Ernten eben schlecht wurden, die Erosion einsetzte. Deshalb wurde Chruschtschow dann auch 1964 abgesetzt, aber er überlebte seinen Sturz. Und das ist eben ein Unterschied zu 1937 oder 1947. Wenn man 1957 über Chruschtschow redet, da geht es schon nicht mehr in die andere Richtung. Ja, und jetzt kommt der nächste, das ist ein Event aus diesem Jahr 1957, der sehr viel mit dem Tauwetter zu tun hat. Das ist einer der bekanntesten Filme des Tauwetters, die Kraniche ziehen, der eben 1957 rauskam, der beeindruckt bis heute durch seine spektakuläre Kameraführung und erhielt 1958 in Cannes die Palme d'Or. Dieser Film behandelt typische für das Tauwetter eben typische Themen des Alltags, unter anderem eben auch die Liebe und den Krieg, arbeitet das ein Stück weit auf. Neu und kennzeichnend für alle Filme des Tauwetters war eben die Legitimation privater Gefühle und Wünsche und der Erfüllung im persönlichen Alltag. Und diese Filme sind eben ein Zeugnis des Wandels in dieser Periode und beeinflussten dann ihrerseits diesen Wandel weiterhin in der Gesellschaft. Man sieht hier, dass der Kameramann Sergei Urusewski durch die Wahl extremer Blickwinkel auffiel. Das ist eine deutliche Hommage auch an die zwischenzeitlich als Formalisten beschimpften Fotografen und Filmkünstler der 20er Jahre. Er schnitt die Motive bei der Wahl der Rahmen an und verwendete auch einen Kran, um Szenen von oben zu filmen und montierte in Gegenschnitttechniken. Alle diese Merkmale, die eben vorher formalistisch gewesen wären, wurden jetzt für den Tauwetterfilm dann zum Markenzeichen. Und die Anlehnung eben an Avantgardisten wie Dzigar Vertov oder Alexander Rodchenko ist unübersehbar hier. Diese innovative Kameraführung stand auch in Verbindung mit der zentralen Rolle des Melodrams im Tauwetterfilm, also dieser inneren Konzentration auf innere Konflikte. Wir kommen jetzt zum Juli. Im Juli fanden in Moskau die Weltjugendspiele statt für Frieden und Freundschaft. Über 30.000 junge Leute kamen aus der ganzen Welt nach Moskau, aus westlichen Ländern, waren sowohl kommunistisch gesinnte Jugendliche wie auch Neugierige dabei. Die brachten alle ihre Musik, ihre Mode und ihre Alltagsgegenstände mit. Und man sieht hier, wie es in den Straßen Moskaus aussah. Es war natürlich für den Kreml eine willkommene Gelegenheit dieses Festivals. 1957, ein Jahr zuvor, waren 56 in Ungarn die Panzer durch die Straßen gerollt und dieses Bild konnte man jetzt vergessen machen, auch durch die Friedenstaube, die Picasso stiftete als Logo für dieses Fest. Und es wurden extra Tauben angesiedelt in der Stadt Moskau, die dann so aufflogen, um dieses Friedenssymbol auch zu unterstützen. Es galt also jetzt hier, es waren über 1000 ausländische Journalisten akkreditiert, die flatterten auch durch die Straßen mit den Jugendlichen und es galt jetzt auch eine Gratwanderung zwischen Imagepflege auf dem internationalen Parkett und der Kontrolle über die eigene Jugend hier zu meistern. Ja, weil im Vorfeld wurde sehr intensiv vorbereitet, die Jugendlichen der Sowjetunion sollten Gastgeber sein für diese ausländischen Gäste, die als Freunde wieder abreisen sollten. Und die sowjetischen Jugendlichen spielten diese Rolle sehr gerne. Die Führungsriege lud zum Beispiel ein in den Kreml zum Sommernachtsball mit Feuerwerk. Und jeden Abend, zwei Wochen lang, feierten 2 Millionen Menschen auf Moskaus Straßen und Plätzen. Die Gastgeber begegneten dabei den ersten leibhaftigen Ausländern ihres Lebens mit großer Neugier und in einer sehr lockeren Atmosphäre, in der längst alle Kontrollversuche durch Besichtigungsprogramme für die ausländischen Delegationen gescheitert waren. Die Gäste waren für die Sowjetbürger auch überraschend anders in ihrer Art und trotzdem aufregend normal. Sie hatten diese interessante Musik, diese Tänze, diese Kleider an und redeten darüber, wie sie zu Hause lebten. Und bis heute erinnern sich auch die Teilnehmer daran, wie sie mitten
im Kalten Krieg Kapitalisten küssten. Glaubt man nämlich den Gerüchten, kam es zu einem internationalen Massenflirt mit Folgen, den sogenannten Kindern des Festivals. Und es gibt sehr viele Andeutungen, das war natürlich tabu, weil es in der Sowjetunion keinen Sex gab. Das ist aber ein Bonmot, das erst in den 80er Jahren geprägt wurde, nicht 1957, aber damals gab es ihn einfach nicht. Und es gibt düstere Geschichten über die Bestrafungen, die sowjetische Mädchen trafen, wenn sie mit Ausländern erwischt wurden. Und diese Bestrafungen, die reichen von geschorenen Köpfen bis zu Verbannungen und Deportationen. Sowjetische Burschen durften aber ungestraft mit Ausländerinnen turteln. Das war also diese konservative Rollenzuweisung und diese Doppelmoral unterschieden die Sowjetunion überhaupt nicht von den westlichen Ländern. Da war man ganz international. Und später, das blieb dann eine sehr schöne Erinnerung, dieses Weltjugendfestival, und das hallte auch im Stadtbild nach. Die Tauben blieben und die Kleider wurden bunter. Und wir kommen jetzt zum September. Und im September war es nicht mehr lustig, denn es gab die erste Atomkatastrophe, die erfolgreich vertuscht wurde bis zur Perestroika. Diese geschah in Kyschtym bei Tscheljabinsk. Das ist auch bekannt unter der Bezeichnung Majak. Dort wurde ein Chemiekombinat gebaut, 15 Kilometer nördlich der Majak, hieß das, 15 Kilometer nördlich der Stadt Kyschtym. Das begann 1948 mit der Produktion von waffenfähigem Plutonium. Die erste Atombombe, die die UdSSR zündete, hatte ihr spaltbares Material aus Majak. Es gibt drei Aspekte dieses Unglücks, was sich 1957 ereignet hat. Einmal ein Unfall, eine Explosion, dann das Abwasser- und Abfallmanagement und dann nochmal einen Sandsturm später. Ich gehe da kurz drauf aus. Also am 29. September 1957 um 16.20 Uhr Ortszeit explodierte in Majak ein Tank, der zur Weiterverarbeitung bestimmte hochaktive Abfälle enthielt. Dieser unterirdische Tank mit einem Fassungsvermögen von 300 Kubikmetern war einer von 20 Tanks, die 1953 gebaut worden waren. Diese Tanks mussten dauerhaft gekühlt werden, weil durch den Zerfall radioaktiver Stoffe eben Wärme entsteht. Einige der zur Überwachung eingebauten Messinstrumente versagten in einem Tank und wegen der hohen Strahlung im Umfeld dieser Tanks konnte man das auch nicht reparieren. Und deshalb schaltete sich dann irgendwann das Kühlsystem aus. Und die in Wasser gelösten Abfälle, unter anderem Nitrate, begannen dann auszutrocknen. Und am 29. September explodierte dieser Tank schließlich, vermutlich eben, weil diese Nitrate durch die Zerfallswärme auf über 350 Grad aufgeheizt wurden. Diese Explosion war also eine chemische Explosion, keine nukleare, und hatte eine geschätzte Stärke zwischen 70 und 100 Tonnen TNT-Äquivalent. Und bei dieser Explosion wurden 70 bis 80 Tonnen Müll in die Atmosphäre geschleudert. Neben Cäsium 137 und Strontium 90 auch das zur weiteren Extraktion vorgesehene Plutonium 239 mit einer Halbwertszeit von 24.110 Jahren und das ist immer noch da. Das wurde freigesetzt und der überwiegende Teil dieser radioaktiven Stoffe fiel dann in der Nähe des Tanks wieder zu Boden. Aber der Teil, der hoch genug gelangte, formte dann eben eine radioaktive Wolke, die sogenannte Uralspur. Und diese Uralspur zog dann über 300 Kilometer weit und war 30 bis 50 Kilometer breit. Es waren 270.000 Menschen in 217 Städten und Dörfern betroffen davon. Und die meiste Strahlung erhielten die Wachen in Majak selbst. Die Straßenbelastung war aber in den umliegenden Wäldern besonders hoch, weil die Bäume diesen radioaktiven Staub aus der Wolke auffingen. Und gerade die Pinien, die eben ihre Nadeln nicht verlieren, die starben alle ab im Umfeld dann im Herbst 1959, weil sie dieser permanenten Strahlung ausgingen. Dann wurden auch die Trinkwasserquellen kontaminiert und so weiter und man hat viel zu langsam angefangen zu evakuieren.
Aber es wurde eben nie ein Register über Strahlenschäden in diesen 217 Dörfern geführt. Nur die ersten 1000 Personen, die man evakuiert hat, hat man in einer Langzeitstudie begleitet. Und deshalb gibt es auch überhaupt keine Statistiken über die Anstiege der Krebsrate, weil es überhaupt keine Langzeitstudie umfassend gibt. Ich komme zum zweiten Punkt, das Abwassermanagement. Man hat nämlich auch dort in Majak das radioaktive Wasser aus den Kühlkreisläufen der Reaktoren bis 1951 eben direkt in den Fluss Tetscha, den sehen Sie da auch auf der Karte, abgelassen. Und dieses Wasser diente vielen tausend Menschen als Trinkwasser und zum Bewässern der Felder. Zwischen 1953 und 1960 wurden 7500 Menschen dort umgesiedelt und dann wurde der radioaktive Abfall direkt in Auffangbecken geleitet und in den Karachi-See. 1990 stellte man dann dort am Karachi-See an dem Rohr, aus dem diese Abfälle in den See geleitet werden, eine Strahlung von 6 Gray pro Stunde fest und das ist eine Stunde wäre für einen Menschen eine tödliche Dosis. Der dritte Vorfall war dann 1967, also 10 Jahre, nächste Oktoberrevolution. Ja. Da trocknete nämlich dieser Karachi-See dann überwiegend aus und ein Sandsturm verteilte dann schön das radioaktive Erdreich und den Staub über eine geschätzte Fläche zwischen 1800 und 2700 Quadratkilometern und das betraf wiederum 63 Städte und Dörfer. Also Sie haben drei Ereignisse, Abwassermanagement, Explosion und Sandsturm. Und das ist zusammen, also erzeugte dann die am stärksten nuklearverseuchte Fläche der Welt mit einer Größe von 26.000 Quadratkilometern. Bis heute ist also um Tscheljabinsk heftig verseucht und das Wasser würde ich dort auch nicht trinken. Ich war mal 2 Wochen da im Archiv, auch nur selten geduscht, abends immer beim Licht ausmachen geguckt, ob ich schon leuchte. Aber es ist nicht lustig. Also die Kinder von Kollegen dort, die hatten alle irgendwelche Probleme, gesundheitliche. Es wurde geheim gehalten. Man hat von Anfang an gesagt, das ist ein Chemiekombinat 1948, als man das gebaut hat. Und die Leute wussten nicht, wie gefährlich es ist. Die Unbekanntheit liegt des Vorfalls auch in Westeuropa liegt halt daran, dass die Anlage unter strengster Geheimhaltung auch gebaut und geführt wurde. Die geografische Lage, also die Verseuchung wurde nicht sehr weit verteilt, obwohl sie sehr groß ist und wurde deshalb im Ausland nicht gemessen. Man hat es also erst in der Perestroika erfahren eigentlich. Ja. Die größte Gefahr, die heute noch davon ausgeht, ist eigentlich, dass also man hat dann in diesem Karachi-See so Betonblöcke auf diesen Sand gemacht und dann gehofft, dass es den nicht wegweht. Ja. Und die größte Gefahr, die noch heute davon ausgeht, ist, dass die Abfälle dann ins Grundwasser gelangen könnten und so relativ schnell den Fluss Tetscha erreichen und damit kontinuierlich weiter Richtung Arktischen Ozean wandern und sich dann über die Weltmeere verteilen würden. Das ist eigentlich so das Szenario, was es heute noch gibt. Aber wir kommen jetzt trotzdem zum Oktober, da wird es nämlich besser. Es war ja Wissenschaft und Technik, das sind die großen Sachen, die man nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Das ist einerseits die Nuklearwissenschaft und das andere ist eben die Raketentechnik. Und deshalb sind ja auch alle so erschrocken. Konnte ja nur piepsen bekanntlich, jagte aber der Welt einen Schrecken ein, weil es bedeutete, dass man die Raketen hat, die so weit kommen. Und wenn die so weit hochkommen, dann kommen die auch so weit rüber. Und das war dann der Sputnik-Schock. Aber am 4. Oktober dieses ereignisreichen Jahres gelangte der Sputnik also erfolgreich auf seine Umlaufbahn. Und dieser Erfolg gab dem sowjetischen Selbstbewusstsein natürlich enormen Auftrieb. Der Sputnik stellte auch die Neubauwohnungen und die vollen Kühlschränke in den Schatten. Er war überall zu hören und sogar in der Dämmerung von bloßem Auge zu erkennen. Ja, und dieser erste menschengemachte Erdtrabant belebte natürlich ältere Konzepte der Entgrenzung, die sich bereits in früheren globalen Kommunikationsprojekten niedergeschlagen hatten, etwa im Weltpostverein, dem Telegrafenverein oder im Esperanto als Weltsprache. 1957 hatte dieser Gedanke weltweiter Kommunikation Konjunktur. Es war nämlich auch das Jahr der ersten weltweit ausgestrahlten Fernsehsendung.
Und der Sputnik erneuerte auch Teilhard de Chardins Idee der Noosphäre als kosmische Membran, die die Erde als virtueller Denkraum oder als Weltgehirn umgibt und die eine neue Weltgesellschaft, in der dann diese neuen Menschen eben leben würden, auch erschaffen würde. Also der Sputnik war ein Pionier der Satellitentechnologie und läutete auch eine neue Ära des Wissens ein. Zugleich war das natürlich ein globales Medienereignis und der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan widmete ihm den berühmten Satz, eben the medium is the message. Also kann nichts, aber dass er da ist, das reicht eben schon. Und wir kommen jetzt zum Jahrestag der Revolution, bleiben aber beim Kosmos. Am 3. November reiste nämlich dann diese Hündin Laika mit Sputnik 2 ins All, weil sie nämlich hier den 40. Jahrestag des großen Oktober begehen sollte. Und das tat sie nach die offizielle Version war dann auch, sie hat das getan. Eine Rückkehr war auch nicht geplant, sie sollte nach ein paar Tagen vergiftetes Futter bekommen. Aber man weiß dann seit dem Ende der Sowjetunion, dass dieser nette kleine Mischling schon nach wenigen Stunden an Stress und Überhitzung wahrscheinlich starb und dann in seinem kleinen Sarg noch eine Weile die Erde umkreiste. Traurig. Ne? Ja. Aber Laika ist natürlich die Heldin. Also der Raumfahrt, also die Russen haben immer gesagt, was schicken die Amerikaner ins All? Affen, es sind doch Karikaturen des Menschen. Sowas schicken die ins All. Wir schicken den besten Freund des Menschen, nicht den Hund ins All. Ja. Und es war aber immer dann auch der böse Satz der Amerikaner. Also die Astronauten und die Kosmonauten, die waren ja eigentlich Jagdflieger. Die kamen, es waren Jagdpiloten, Militärpiloten, und die wollten ja was steuern an ihrem Raumschiff. Aber Raumschiffe kann man nicht steuern, die werden hochgeschossen. Und man ist da drin und es geschieht einfach. Aber die haben so lange gemacht, bis man ihnen irgend so ein kleines Steuer eingebaut hat. Ja? Also die Astronauten auf jeden Fall. Und dann haben die Russen und die Amerikaner immer diese Konkurrenz und haben die Amerikaner immer gesagt, die Russen fliegen im Chimp-Mode, also im Schimpansen-Modus, weil sie nicht lenken können. Wir können lenken, die nicht. Und das haben aber beide von den anderen jeweils gesagt. Also Laika konnte nicht lenken. Und wir sind jetzt aber bei den Revolutionsfeiern angelangt und dazu, wie gesehen, also es war schon lang geplant, eben die Sache mit Laika. Es gab auch andere Vorbereitungen. Es gab im März schon eine Anordnung des Zentralkomitees für die notwendigen Veranstaltungen, die durchzuführen waren. Und es wurde sehr großer Wert gelegt auf entsprechende Veröffentlichungen, Ausstellungen, Filme, Theaterfestivals, Plakate und so weiter. Also es war richtig, also ein Kommunikationsevent und also es gab Briefmarken, die Sie hier sehen. Tatsächlich wurden dann auch zu diesem Feiertag sehr viele Bücher publiziert, zum Beispiel vom Statistikamt, ein Sammelband, der hieß Die Errungenschaften nach 40 Jahren Sowjetmacht in Ziffern. Und da sind wunderbare, wie heißen die, Diagramme drin und die will ich Ihnen nicht vorenthalten. Es ging nämlich, wie das eindrücklich zeigt, wie steil die Kurven aufwärts gingen, sodass es einem schwindelig wird. Ja? Also Bruttosozialprodukt, Industriegüter, Reallöhne, alles steigt. Ja? Es ist wirklich wunderbar und Sie haben nämlich hier auch noch also, den Vergleich mit den USA. Ja, also das, was da unten krabbelt, das ist kapitalistische Ausland. Aber das, was rot nach oben geht, ja, das ist die sowjetische Errungenschaft. Also die Stahlproduktion zum Beispiel. Das geht steil nach oben. Es geht überhaupt alles steil nach oben. Man konnte vor allem zum Beispiel die Themen wie den Wohnbau und die Landwirtschaft dem persönlichen Konto Chruschtschows gut schreiben. Ja. Das finde ich ganz wunderbar. Man sieht also, wie viel Fleisch, ja, Milch, Butter, wunderbar, Lastwagen und ja, Stoffe, man will auch schön angezogen sein. Und dann gibt es eine Kurve, die nach unten weist, das ist die Sterblichkeit. Ja, die geht runter. Die ist unten und alles andere, ja, das hier Landwirtschaft, Bauwesen, alles nach oben. Ja.
konkret jetzt über diese Sitzung. Ab 1957 wurden dann bei den runden Jahrestagen die feierlichen Sitzungen des obersten Sowjets der UdSSR abgehalten. Das war vorher nicht der Fall, ist ein Unterschied. Das fängt dann neu an. Und konkret 1957, Chruschtschow hielt also eine lange Rede. Die kann man nachgucken im Internet. Es gibt also den ganzen Bericht im Internet und in dieser Rede plädierte er für Frieden und gegen den Imperialismus. Dabei hörten ihm alle mit voller Aufmerksamkeit zu, steht in dem Bericht. Vor allem auch die Repräsentanten zahlreicher sozialistischer oder in dieser Richtung sich bewegender Länder. Also es gab ganz viele ausländische Delegationen und es gibt es in diesem Protokoll steht, dass es sehr viele Teilnehmer auch das Wort ergriffen. Und dann gab es einen Tag später eine Militärparade und eine Demonstration der Werktätigen auf dem Roten Platz und danach einen Empfang im Kremlpalast im Großen, an dem Marschall Woroschilow dann seine Rede hielt. Und danach trafen sich die Werktätigen Moskaus noch mit den ausländischen Delegationen, wobei auch wieder viele Reden gehalten wurden, also wie es sich so gehört. Und ich glaube auch, dass diese Treffen mit den ausländischen Delegationen, das war eben was Neues. Also das gab es jetzt 10 Jahre vorher natürlich noch nicht, das war auch ein Zeichen dieser Öffnung. Also dieses internationale bzw. diese globale Verflechtung, das zeigen eben auch die angesprochenen Ereignisse dieses Jahres, wenn ich nochmal Revue passieren lasse, weil sie eigentlich alle ein bisschen über die Sowjetunion auch hinausweisen. Also Dr. Zhivago erhielt diesen Literaturnobelpreis und wurde weltberühmt, vor allem der Film. Dann die Niederschlagung der Palastrevolte bestätigte Chruschtschows Politik auch der Annäherung, des Austauschs und der friedlichen Koexistenz. Die Weltjugendspiele waren ein Zeichen der Öffnung und der Internationalisierung der Sowjetunion. Der Film Die Kraniche ziehen wurde im Ausland breit rezipiert und gewann die Goldene Palme in Cannes. Die Nuklearkatastrophe im Ural wurde erfolgreich vertuscht, aber sie hatte und hat globale Auswirkungen. Und warf einen Schatten voraus eigentlich auf das spätere Unglück in Tschernobyl, das eben den Untergang der Sowjetunion einläutete. Ja, also das muss man auch sehen. Und dann der Flug des Sputnik auf seiner Umlaufbahn, das war der Beginn der Ära der Raumfahrt und es symbolisierte eben als Medienereignis und Medium auch die Weltgesellschaft. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dass diese großen Ereignisse natürlich sehr zentristisch sind und dass doch ein Großteil der sowjetischen Bevölkerung 1957 mehr als 50% immer noch auf dem Land und im Dorf lebten, wo erst so ein paar Jahre später, also es gab nur ungefähr 62 Männer auf 100 Frauen in der Altersgruppe zwischen 20 und 40 immer noch, weil der Krieg so viele Opfer, 27 Millionen gefordert hatte. Das war noch nicht vorbei. Erst 1959 wurde die Elektrifizierung auch der Kolchosen entschieden angegangen, ja, und dann Privilegien wie Feriengutscheine oder auch Bargeld gab es für die Landbewohner, also erst wirklich dann in den 60er Jahren. Ja, das darf man nicht vergessen, auch wenn die wichtigen Ereignisse jetzt hier im Zentrum standen. Damit bin ich aber am Ende angelangt, falls Sie noch Fragen haben. Danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für diesen Ritt durch die vielen spannenden Ereignisse des, und Nicht-Ereignisse oder Nicht-Medienereignisse ja, des Jahres 1957. Also gerade eben diese Nuklearkatastrophe, denke ich, ist vielen überhaupt nicht bekannt. Also ich habe da auch nicht viel drüber gewusst. Gerne gebe ich Ihnen das Mikro weiter für Fragen, Diskussionen. Diese Chruschtschow-Rede vor den Vereinten Nationen, das war, glaube ich, aber später, so 59, 60, als er da den Schuh auszog und damit auf den Pult schlug. Wurde das in der Sowjetunion überhaupt bekannt und wie sahen die Reaktionen aus? Ich glaube, das wurde nicht so bekannt, aber da bin ich jetzt überfragt. Das müsste ich auch nachgucken, aber ich glaube dass nicht, dass das so ist. Es ist halt jetzt zu sehen, weil das im Westen natürlich die Runde macht, aber... Besten Dank für diese sehr spannenden Einblicke. Ich hätte eine Frage zu den Statistiken, die sind ja wirklich sehr eindrücklich. Ist das Propaganda oder inwiefern verbirgt sich da auch ein Funken Wahrheit dahinter, wie ich doch hoffe?
Also ich würde sagen, es ist natürlich Propaganda. Das ist bei Statistiken eben immer so. Ja. Es kommt immer darauf an, was sie zählen und was sie weglassen und wie sie es darstellen. Natürlich ist es Propaganda. Also gerade auch in diesen Extremen, natürlich geht die Produktion nach oben, aber wie vergleichen Sie das mit diesen kapitalistischen Ländern und so? Also das müsste man sich dann im Detail mal anschauen, das wäre vielleicht ganz interessant. Aber auch da ist natürlich dann immer die Frage, wie werden die Daten erhoben? Also es ist eben auch rückblickend schwierig mit statistischen Materialien, es sind ja immer Hochrechnungen am Schluss. Ganz schwierig. Was ich total spannend finde eben bei diesen Statistiken ist, dass diese Statistiken eigentlich Bilder sind. Ja. Und dass es wirklich auch so dazu dient, so diese eben diese schöne neue Konsumwelt oder die neue Sowjetunion jetzt so zu visualisieren. Und daraus können wir ja schon schließen, dass eben gerade diese statistischen Almanache wirklich für ein breites Publikum gedacht waren und nicht wie jetzt sonst wo für nur Ökonomen, für die Schreibtischschublade. Und das genau. Finde ich an und für sich auch schon etwas Interessantes. Sonst wären das nur Zahlentabellen. Ja, genau, dass diese Visualisierung des Erfolgs so über diesen Statistikerfolg. Also es ist ja eine Jubiläumspublikation. Das ist der Witz dran, ja. Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage. 1955 hat USSR und andere Länder der Ostblock ein Propaganda gemacht, damit Dissidenten zurückkehren. Und sie haben Teil Amnesty erwähnt. Und ich habe mich gefragt, ob diese Propaganda weitergeht aus dem USSR, ob man immer noch versucht, dass Russen aus dem Ausland zurückkehren. Wenn Sie ja vielleicht Literaturhinweis darüber haben oder eben diese Amnestie-Frage in den späten 50er Jahren in USSR. Ist nicht mein Spezialgebiet, ehrlich gesagt. Das ist eine sehr spezifische Frage. Da kann ich jetzt auch nichts aus dem Ärmel schütteln dazu. Aber es ist natürlich ein interessanter Moment, weil ja dann 1955 auch diese Kriegsgefangenenrückkehr noch, es geht immer noch auch noch um diesen Technologietransfer und diese ganzen Sachen. Also es ist eine interessante Frage. Danke. Also vielleicht nur eine Sache noch. Diese Rückkehrerzeitschriften, die speziell für Auslands-Sowjetbürger geschrieben wurden, ich habe mir letztens welche angeguckt aus Belarus und die erschienen, glaube ich, bis 1961. Also das wäre vielleicht so das Ende des Zeitraums, wo man das so, aber ich weiß nicht, ob es für alle Regionen gleich gestaffelt war, der Sowjetunion. Es kann auch sein, dass man für einzelne Länder andere zeitliche Schwerpunkte hatte. Also können Sie noch irgendwie mehr erzählen über die Frauensache? Also ich finde das interessant mit dem, eben, dass die Frauen nicht mit Ausländern schlafen dürfen, weil das, aber die Männer natürlich schon. Gibt es noch andere solche Sachen? Weil ich weiß, dass jetzt viele Feministinnen dazu mal große Hoffnungen in den Sozialismus setzten. Weil sie dachten, dass dann die Gleichberechtigung kommt, aber das war ja dann nicht so. Also können Sie noch mehr dazu erzählen? Ich finde das spannend. Ja, klar. Die Spezialistin sitzt eigentlich da, aber man muss es eben differenzieren. Also es ging halt von Anfang an darum, es gab schon diese Idee des neuen Menschen und der ist immer so androgyn, also es wird immer als Paar dargestellt. Aber und es gab natürlich in den 20er Jahren schon diesen Aufbruch und auch diesen Anspruch, der sich aber schnell eigentlich auch ein bisschen leer gelaufen hat. Die Idee war aber, dass man in erster Linie also erstmal die Familie abschafft, damit die Kinder vom Staat erzogen werden, weil dann es besser möglich ist, frei nach Rousseau quasi eine neue Gesellschaft zu schaffen.
Und diese Familienbande, die sind nur Last der Tradition. Und das war so die Idee, es wohnen alle in so Kommunehäusern. Es gibt auch keine richtigen Ehen mehr und so weiter. Und es wurde als der Liberalabtreibung erlaubt. Die Eheschließung und Scheidung war also nur noch ein Akt, schnell auf dem Standesamt in 5 Minuten. Und das hat sich dann sehr schnell wieder geändert. Es ging aber eben immer auch, man muss es sehen, also einerseits darum, es waren dann so die realökonomischen Ziele, liefen dann darauf hin, die Frauen als Arbeitskräfte zu gewinnen für die Industrialisierung, also spätestens dann im Stalinismus. Und das ging aber immer, einerseits wollte man das so haben, dass die Frauen eben als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, deshalb die Kinder betreut werden müssen, und andererseits hat sich eigentlich das Verständnis von Familie und von traditionellen Geschlechterrollenmodellen überhaupt nicht verändert, nicht wirklich. Und deshalb hat man dann das immer so ein bisschen nebeneinander. Also es sind so immer dieses eines der ökonomische Aspekt und der andere ist halt der Aspekt, was passiert denn dann eigentlich auch in den Köpfen mit dem Verständnis der Geschlechterrollen und wie wird das auch kulturell eingewurzelt. Carmen, sag du vielleicht ein bisschen mehr dazu, also ich will das auch nicht so lange ausführen jetzt, weil das genau, immer also auf und ab ist in der Sowjetgeschichte, wann es wieder liberaler wird und wann wieder restriktiver. Das eine ist dieses Ausnahmefestival, Weltjugendfestival, was man akribisch durchgeplant hat, die Stadt wurde gesäubert, es gab klare Anweisungen und das war sozusagen die Öffnung der Sowjetunion nach dem Krieg, das ist diese Bedeutung von 1957 und natürlich kam es auch zu Kulturkontakten, also es gab auch zum Beispiel eine Schweizer Delegation, die dort hingefahren ist und die dann bei ihrer Rückkehr hier massiv angefeindet wurde, also genau verprügelt. Man hat die am Bahnhof abgefangen, an verschiedenen Bahnhöfen, und die Leute dann also übelst beschimpft, dass sie in dieses Reich des Bösen gegangen sind. Und ich glaube, es ist auch viel Legendenbildung drumherum, was eben jetzt diese Festivalkinder angeht. Das ist alles wahrscheinlich im KGB-Archiv, aber da kommt man nicht dran. Die Archive sind geschlossen. Was die Frauenfrage angeht, da haben wir ganz unterschiedliche Perioden. Also die 30er Jahre, wo formal die Gleichstellung festgeschrieben wird, aber eigentlich ein sehr patriarchalisches System auch gelebt wurde. Den Krieg als Ausnahmesituation, den Männermangel, also das heißt, der letzte Idiot wurde geheiratet, Entschuldigung, aber es gab einfach sehr wenig Männer und die Ehe galt immer noch als die zentrale Lebensform und nicht verheiratet zu sein war ein Makel für eine Frau. Die hatte dann irgendwas ganz entschieden falsch gemacht. Das war der Fehler der Frau, wenn sie keinen Mann gefunden hat, weshalb wirklich jeder Mann geheiratet wurde. Wir haben in dieser Zeit der Entstalinisierung dann was ganz Interessantes. Man muss sich ja fragen, wo sind die Frauen, die in den 20er Jahren debattiert haben, also die diese ganzen interessanten Diskussionen mitgeführt haben. Und in dieser Phase sind diejenigen, die die stalinistischen Säuberungen überlebt haben, also die mal aktiv waren in den 20er Jahren, die gekämpft haben für die Gleichberechtigung, für eine Verbesserung von Frauenalltag, die tauchen plötzlich wieder auf als ältere Frauen und erinnern sich an diese Ursprünge. Also wir haben eine ganze Reihe von Sammelbänden, die von ihnen auch mit bestückt werden und wo man sozusagen diese Errungenschaften benennen darf und auch ein Stück weit feiert. Parallel dazu haben wir was in Bezug auf Frauen, was nie untersucht wurde. Also da wartet eigentlich noch eine Forschungsarbeit drauf. Ich glaube, es wurden Strukturen von Beginn an geschaffen, die nachhaltig Frauenleben positiv beeinflusst haben. Und zwar heißt das Ochrana Matrinstva im Ladenschistva. Also das ist der Schutz von Mutter und Kind. Das ist Sozialhygiene, das ist praktisch auch Gesundheitsfürsorge. Und das war ein durchgängig stabiles System in der gesamten Sowjetunion. Das war eine Institution, die nach der Revolution geschaffen wurde und immer weiter ausgebaut wurde. Aber es gibt dazu, also es ist eine wichtige Institution, weil es werden ja Kinder geboren, ja, und die kümmern sich natürlich auch um sowas wie wahrscheinlich ja alles rund um Schwangerschaft, Geburt, Kinderfürsorge. Es gibt, das ist nicht erforscht, das Material ist zugänglich, das kann man im Archiv anschauen und da fehlt mal so eine Längsschnittstudie, was hat das eigentlich bewirkt zur Stabilisierung dieser Gesellschaft auch zum Beispiel oder für Geschlechterrollen. Das ist mit sehr vielen solchen Institutionen, die jetzt vielleicht nicht besonders hip sind, weil es geht nicht um Gewalt oder so, aber sie sind ja auch ein wichtiger Bestandteil dieses Systems der Sowjetunion. Und da sehe ich tatsächlich einen riesen Forschungsdesiderat. Und es fängt jetzt natürlich auch so ein Generationenumbruch an, dass die jüngeren Generationen auch durch die Öffnung des Landes sagen, sie wollen jetzt andere Lebensmodelle als ihre Eltern, aber die Ehe blieb nach wie vor ein ganz stabiles Modell.
das kann man auf alle Fälle sagen. Und Sexualität war grundsätzlich ein Tabu. Da wurde gar nicht drüber gesprochen. Also das, es gab keine Aufklärung mehr. Kinder wurden ja offiziell in Kohlköpfen gebracht. Das galt bis zum Ende der... Also es ist traurig eigentlich, dass man dachte, die Kinder kommen in Kohlköpfen, weil damit sind ja auch ganz viele Fragen von Medizin, von Geschlechtskrankheiten zum Beispiel. Aber es wurde einfach nicht... Das war ein Tabu. Es wurde nicht darüber gesprochen. Das war eine sehr prüde Gesellschaft. Kann man schon sagen. Und Vergewaltigung kam sehr häufig vor, war aber ein Kavaliersdelikt. Also es wurde auch nicht strafrechtlich verfolgt zum Beispiel. Und in dieser Zeit wird das Komitee der Sowjetfrauen gegründet. Also das ist eine ganz komische Einrichtung, gibt es auch keine Studien zu, weil die Aktenbestände nicht überliefert sind, ganz komisch. Ganz wichtig dabei war Tereshkova, die erste Kosmonautin, die war dort auch mal Vorsitzende und man findet erstaunlicherweise relativ viele Frauen, die im Krieg gekämpft haben, also die wirklich nicht nur Krankenschwestern waren, sondern Kombattantinnen in der Roten Armee, die findet man im Komitee der Sowjetfrauen wieder, aber es gibt keine Forschung dazu und es ist eigentlich auch relativ unklar, was die gemacht haben. Sie hatten keinen, also sie haben sich nicht, oder man war, also sie hatten eigentlich keinen Effekt, außer dass sie so ein internes Netzwerk bildeten. Aber mit welchen Auswirkungen ist eben nicht bekannt. Es gibt tatsächlich die Akten nicht mehr dazu. Ja, und zu Berufsfrauen muss man, also in der späten Sowjetunion muss man dann schon noch sagen, dass sie eigentlich sehr schnell an die gläserne Decke gestoßen sind. Also Frauen konnten zwar auch, wurden auch Ingenieurinnen, aber es war völlig klar, welche Posten dann eigentlich ab welchem Niveau es dann nur noch Männer. Also sobald es über die lokale Ebene rauskommt, schon Regionalebene nur noch Männer. Ja, also Leiterpositionen. Das wussten auch alle. Und es war auch so, dass es natürlich die Frauen waren, die morgens die Kinder in die Krippe bringen und nachmittags abholen mussten und also irgendwie die Arbeitszeiten immer sehr eingeschränkt waren, die dann eben nicht da sein konnten, wenn es darum ging, wie die Posten verteilt werden. Also doch nicht in jeder Hinsicht ein Aufbruch. Nein. 1957. Manche Dinge gehen sehr wohl so weiter, eben wie wir sie auch, wir haben gewisse Punkte eben auch letztes Mal mit Beate Fiesler angesprochen, eben so diese Pronatalitätskampagne 1947, wo diese Mutterrolle eigentlich nochmal zementiert wird. Dadurch, dass man so darauf setzt, dass eben Kinder geboren werden. Und das ist ja aber etwas, was seit 1937 eigentlich auch schon sehr klar sich abgezeichnet hat. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann möchte ich nochmal ganz herzlich danken für einen Vortrag, der nicht nur lehrreich war, sondern auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und eben weise Sie nochmal hin auf nächste Woche den Beitrag zu Kopelev. Und in 2 Wochen sind wir hier mit einem Vortrag mit dem schönen Titel Brezhnev geht baden. Auch wenn man das vom Cover, also von der Briefmarke mit Lev Brezhnev drauf nicht denken würde. Also seien Sie gespannt.